es ist so wichtig zu begreifen, dass die Deutungshoheit beim Zuschauer liegt. Also wir müssen den Zuschauer dazu bringen und die Zuschauerinnen dazu bringen, dass ihnen klar wird, dass sie auch selber bestimmen können, was da vorne auf der Bühne passiert. The future of music. How is music and innovation going to work together? Ich hätte von euch gerne als erstes ganz kurz, wie sieht in eurer Fantasie das Musiktheater der Zukunft aus? In meiner Fantasie ist es eine Mischung aus Off-Theaterstrukturen und Strukturen von steuerfinanzierten Häusern, zumindest im deutschsprachigen Raum. Und dort werden viele Mischformen ausprobiert, von Beteiligung des Publikums bis hin zu den Superprofis. In meiner Fantasie sind es erstmal viele Produktionen auf einem höheren Level als im Moment, altersgruppenadäquat und vor allem für die Zielgruppe Jugendliche, also 10 bis 18 würde ich eigentlich sagen, wo viel zu wenig passiert. Und da gehe ich mit Anne-Kathrin mit. Off-Theater-Struktur, kleine Struktur, die vieles ermöglicht und dicht am Zuschauer sein kann. Dieses dicht am Zuschauer sein ist ein Credo, was ihr lange schon verfolgt in eurer Arbeit als Musiktheatervermittler. Und deswegen habt ihr einen Studiengang oder zumindest ein Seminar gegründet. Erzählt davon, Musiktheatervermittlung kann man lernen? Fragezeichen. Sonst hätten wir das nicht getan. Wir sind an das Mozarteum in Salzburg herangetreten, haben dort offene Ohren gefunden für die Musiktheatervermittlung und haben dann eine Kooperation mit der Komischen Oper Berlin und der Staatsoper Berlin und dem ISIM, Institut für Szenische Interpretation von Musiktheater, gefunden, die diesen Lehrgang unterstützt. Und wir haben alle 2 Jahre einen neuen Durchgang mit Studierenden, die das lernen bei uns und durchaus mit Erfolg, würde ich sagen. Ja, und die Studierenden kommen aus verschiedenen Berufszweigen. Einerseits sind es professionelle Musikerinnen und Musiker, es sind Pädagoginnen und Pädagogen. Und es sind Menschen, die verschwurbelte Lebensläufe haben und damit am Musiktheater genau richtig sind. Wir haben eben darüber gesprochen, wie das Musiktheater der Zukunft aussieht. Wie sieht das Musiktheater jetzt aus, das wirklich noch spannend ist? Sind das die verstaubten Kostüme, das macht immerhin die Häuser voll, oder muss es dahin gehen, dass das Publikum richtig davon angefressen wird oder verärgert wird oder begeistert wird oder politisch motiviert wird, ins Musiktheater zu gehen? Mich fasziniert am Musiktheater, dass es genau das alles kann. Musiktheater kann wahnsinnig viel, weil es so eine komplexe Kunstform ist. Und für mich ist es so faszinierend, wenn alle Fähigkeiten und sei es alte Kostüme, also historische Kostüme, wenn die wirklich sehr präzise dann gearbeitet sind und verstanden wird, warum man sie einsetzt, dann hat das alles seine Berechtigung. Und das finde ich einfach so toll am Musiktheater, dass es das alles beherrscht. Ich glaube aber, dass es auch priorisieren muss, gerade in Bezug auf politisches Theater. Da finde ich, ist sowohl im Kinder- und Jugendtheater als auch in der Erwachsenenoper noch ein totaler Bedarf. Da ist noch nicht erkannt worden, dass wir in einer Situation leben, die unglaublich viel politisches Denken und Handeln erfordert. Die Jugendlichen machen es gerade vor. Fridays for Future ist etwas, was einfach total wichtig ist für diese Welt und was Erwachsene zur Kenntnis und ernst nehmen müssen. Und
wenn jeder seinen Beitrag dazu leistet, ist das gut und wichtig, aber es muss eben auch den Beitrag der Opernhäuser geben. Ja? Die müssen erkennen, dass da unglaublich große Umwälzungen zu erwarten sind und dass die Jugendlichen beteiligt sind. Und wenn man mit ihnen was zu tun haben will, muss man sie sehr ernst nehmen und sagen, wir agieren auch politisch auf der Bühne und hinter der Bühne und deswegen sind wir ein guter Partner für euch. Das ist, glaube ich, eine Haltung, die so im Haus entstehen muss und für die wir kämpfen und die wir auch versuchen, natürlich unseren Studierenden beizubringen, um eben so wegzukommen von dem, alles Mögliche wird gemacht. Ne? Wir haben jedes Stück schon mal in historischen Kostümen und in modernen Kostümen und in Star Wars Kostümen gesehen. Das brauchen wir nicht wirklich, weil es führt uns nicht weiter. Es hat vielleicht insgesamt was geöffnet, so dass mehr möglich ist, aber das Musiktheater verhandelt doch relativ wenig politische Themen. Es schwingt sich manchmal so zu philosophischen Themen auf, aber da klafft eine große Lücke, würde ich sagen, zwischen dem, was eigentlich in Opern drin ist. Ja, also die sagen ja alle irgendwas Politisches. Ne? Ganz, ganz viel ist im Libretto drin und auch die Komponisten haben alle aus ihrer Zeit heraus, oder viele zumindest, ein politisches Statement gesetzt. Und das gilt es viel mehr ernst zu nehmen und nicht zu bebildern, sondern da in der Form mit umzugehen, dass es auch alle mitreißen kann. Genau, und da halte ich das, es ist so wichtig zu begreifen, dass die Deutungshoheit beim Zuschauer liegt. Also wir müssen den Zuschauer dazu bringen und die Zuschauerinnen dazu bringen, dass ihnen klar wird, dass sie auch selber bestimmen können, was davon auf der Bühne passiert. Eigentlich fast so ein bisschen wie in der Commedia dell'arte. Also wenn sie, je nachdem, wo sie hingehen, in welches Haus, dass da natürlich auch sie eine Abstimmung mit den Füßen machen, in welche Richtung sich das Musiktheater weiterentwickelt. Ich glaube, dass das entscheidende Wort, was du gerade gesagt hast, das Wort ist ernst nehmen. Ernst nehmen des Librettos, ernst nehmen der Musik, aber vor allen Dingen auch ernst nehmen der Stadtgesellschaft draußen, der Gesellschaft, in der wir alle leben, wie auch immer sie sich gerade zusammensetzt, wie sie sich konstelliert. Und wenn man das alles miteinander schneidet, kommt unglaublich spannendes Musiktheater dabei heraus. Musiktheatervermittlung. Laien sagen, das ist für die Kleinen, damit die auch einmal ins Theater gegangen sind und später wiederkommen als zahlendes Publikum. Dagegen kämpft ihr vermutlich schon seit 100 Jahren an. Ja, ganz so alt sind wir noch nicht. Zusammen, ja. Wenn es auch so aussieht. Ja. Ja, natürlich ist das was für die Kleinen, aber was für die Kleinen gut ist, ist für die Erwachsenen umso besser. Ja? Also wir verstehen uns ja nicht als Begeisterungsmaschine, die so ein Strohfeuer irgendwie entzünden, sondern was wir wollen ist, Menschen in Musiktheater, in dieser super komplexe Kunstform irgendwie zu verwickeln, dass sie einen eigenen Zugang dann dazu kriegen können. Und das machen wir mit unserer Methode, mit der wir immer arbeiten, die so unsere philosophische Grundhaltung ist, nämlich die Methode der szenischen Interpretation von Musik und Theater. Und das funktioniert genauso gut mit Kindern wie mit Jugendlichen, wie mit Erwachsenen, wie mit Seniorinnen und Senioren. Das funktioniert einfach immer. Und wir möchten, dass die Menschen zu einer eigenen Haltung kommen zum Musiktheater. Das muss gar nicht jeder toll finden. Man kann auch ohne Musiktheater glücklich werden. Ich glaube, das, was viel gemacht wird, ist natürlich schon für kleine Kinder so den ersten Impuls zu setzen. Der ist ja total wichtig auch. Ja? Die erste Berührung ist immer was wunderschön sein sollte und verzaubert und wo Häuser und Eltern, wo alle dran beteiligt sein müssen, dass das ein tolles Erlebnis für Kinder wird. Aber dann muss es aufbauen. Dann muss man sagen, okay, da waren die das erste Mal mit der Kita vielleicht, da waren sie 5 und jetzt brauchen sie von 6 bis 8 was Spezielles, dann von 8 bis 10 und so geht es immer weiter. Ich habe vor ein paar Tagen im Radio eine Sendung gehört, da war ein kleiner Junge drin, der war 6 oder 7 und der sagte dann den schönen Satz, das Global ist kaputt. Meinte damit natürlich den Klimawandel und die hatte also mitgekriegt, dass die Erde einfach irgendwie kaputt zu gehen scheint. Ja? Also hatte in einem sehr frühen Alter genau das kapiert, also um den Bogen nochmal zu der politischen Haltung und Botschaft auch zu
bringen. Ja, Kinder in dem Alter sind ja nicht doof, sondern sie kriegen natürlich alles mit, was zu Hause verhandelt wird, was die Medien ihnen sagen. Und deswegen, wenn sie in so ein Medium wie das Opernhaus kommen, dann erwarten sie auch, dass da Antworten darauf gegeben werden, wenn sie solche Fragen haben. Denn das ist ja eine ganz große Frage, die sich diese Gesellschaft stellt. Wie heilt man denn das kaputte global jetzt? Ja, das möchte dieser kleine Junge auch wissen, damit er in dieser Welt gut leben kann. Wie heilt man Konkurrenz? Das ist was ganz Wichtiges auch in der Kulturwelt. Ihr kommt von verschiedenen Häusern, Anne-Kathrin von der Komischen Oper Berlin, Rainer O. Brinkmann von der Staatsoper Berlin. Das ist aber keine Konkurrenz, sondern das ist ein in die gleiche Richtung denken und einander inspirieren. Ist das was unbedingt jedem jungen Menschen oder jedem Menschen, der sich nicht nur mit Musiktheater, sondern überhaupt mit Kultur oder mit dem Leben beschäftigen will, an die Hand gegeben werden muss, dass es nicht mehr ein Gegeneinander, sondern ein Miteinander geben muss? Also ich habe in den letzten 15 Jahren in der Berliner Kunst- und Kulturszene erlebt, dass zu Beginn oder nach der Wiedervereinigung vielleicht es viel Konkurrenz gab, weil alle sehr verunsichert waren und um Zuschauer gekämpft haben und die Stadt mit sehr vielen anderen Problemen beschäftigt war. Und in den letzten 8 Jahren hat sich das sehr gewandelt, finde ich. Wir sind sehr im Austausch mit Museen, mit anderen Anbietern von Musiktheater und auf kollegialer Ebene gibt es diverse Arbeitskreise und so weiter. Also alle haben, glaube ich, begriffen, dass es wichtig ist, und das sagen ja auch Forschungsergebnisse, dass die Berührung mit Kunst und Kultur in der frühen Grundschulzeit ausschlaggebend dafür ist, ob man ein Leben lang sich überhaupt dafür interessiert, für einen Ort, wo symbolisch etwas verhandelt wird. Und das haben alle begriffen. Und jemand, der gerne in die Oper geht, geht durchaus auch gerne ins Museum oder hat überhaupt einen Empfinden für einen künstlerischen Ausdruck, der mehr ist als ja nur Faktenwissen. Und ich glaube, unsere Aufgabe ist ganz stark, dass wir, und das schließe ich jetzt alle Kulturinstitutionen und auch auf Theater und alle, die sich künstlerisch zum Ausdruck bringen, mit ein, dafür zu sorgen, dass es eine gemeinsame Basis noch von dem Verständnis von Chiffren gibt. Das ist eine Riesenfrage. Also was zeigen wir auf der Bühne und wie wird es dechiffriert? Welche Signale senden wir? Was sieht darin der Empfänger und die Empfängerin, wenn sich alles permanent wandelt? Darüber müssen wir eine große Sensibilität entwickeln und da müssen wir alle mit dran arbeiten. Das ist, glaube ich, sehr stark die Aufgabe von uns Kulturvermittlerinnen und Vermittlern. Ich würde ergänzen, zum einen Konkurrenz belebt das Geschäft, das braucht es schon für solche Häuser, in denen wir arbeiten. Die müssen sich ja auch profilieren sehr stark und ihr eigenes Bild nach außen immer wieder qualitativ hochwertig darstellen. Natürlich gibt es die Unterschiede, es läuft ein ganz anderes Programm in der Komischen Oper als in der Staatsoper oder in der Deutschen Oper und es gibt auch die Überschneidungsbereiche natürlich. Aber das ist etwas, was das andere nicht ausschließen muss. Ja, trotzdem oder gerade deswegen ist es gut, auch zusammenzuarbeiten. In einer Stadt wie Berlin geht es auch relativ leicht. Es macht ja auch Sinn, Sänger, die an dem einen Haus sind, nochmal ans andere zu holen. Man schenkt sich ein bisschen. All diese Effekte sind wichtig. Und so im Bereich der Musiktheatervermittlung ist eigentlich wenig Konkurrenz, würde ich sagen. Würde ich es mir sogar manchmal wünschen, dass da ein bisschen mehr entsteht. Und ja, dann weiß man ja auch mehr so, was tun andere und ist es gut, so, da kann man sich dran messen und feststellen, aha, da haben wir noch gar nicht drüber nachgedacht, so, das könnten wir ja auch tun. Also das Konkurrenz ist, glaube ich, schon ein wichtiger Motor, auch gesamtgesellschaftlich. Es darf halt nur nicht dazu führen, dass man dann so nicht miteinander redet, sondern gerade daraus oder das sieht und daraus dann eben auch die positiven Effekte wiederholt und das Angebot verbessert für alle. Ja, ich glaube, das, was du bezeichnest als Konkurrenz, ich würde das mal bezeichnen als
Schärfung der Zielrichtung, die man hat. Ich glaube, dass darüber nicht präzise genug gesprochen wird. Was mache ich, warum und wie mache ich das und warum? Das wird nicht deutlich genug ausgesprochen und da bin ich ganz deiner Meinung. Das Wort Konkurrenz sonst spielt im Musikhochschulalltag eine riesige Rolle und das wiederum ist auch durchaus kompliziert, glaube ich, und die Auswirkungen davon sind kompliziert, weil viele der Studierenden eines Instrumentes nur noch ausschließlich damit beschäftigt sind, zu üben und eigentlich das, was wir brauchen in Opernhäusern und erst recht im Off-Theater-Bereich ist, dass die Menschen dazu befähigt werden, mit dem Publikum in Kontakt zu treten. Und das ist gerade eine große Diskrepanz zwischen dem, wie Studierende die Hochschule verlassen und was wir in den Häusern eigentlich in der täglichen Arbeit auch gebrauchen. Wir brauchen super Musiker, natürlich, total klar, aber wir brauchen auch welche, die ins Publikum schauen und die Lust haben, mit den Menschen, die ihnen zuhören, auch irgendwie in Kontakt zu treten. Und da sind wir wieder bei eurem Seminar, bei eurer Vermittlung von, ja, was ist das, von Erfahrung, die ihr habt in diesem Bereich, gebündelte Erfahrung? Ist das Wissen, was man weitergibt, oder ist es, sind es einfach die richtigen Fragen, die ihr stellt, damit die Studierenden bei euch ja ihre eigene Methode entwickeln können? Das hängt zusammen, würde ich sagen. Natürlich führt Erfahrung dazu, dass man irgendwann die richtigen Fragen stellen kann. Alle stellen natürlich immer Fragen, aber je mehr Wissen man schon in die Fragestellung reinbringen kann und Erfahrung, desto genauer wird schon die Richtung, die durch die Frage vorgegeben ist. Das, glaube ich, können wir ganz gut. Man kommt sich auch mal ein bisschen komisch vor, wenn man immer nur Fragen stellt erstmal. Aber Fragen stellen ist ja auch einfach ein Prinzip und ist ja letztendlich der Ursprung der Wissenschaft. Ja? Es geht ja immer darum zu kapieren, ich weiß da was nicht. Ja? Und dieses Nichtwissen ist etwas, aus dem heraus dann plötzlich irgendwo eine Antwort zu finden ist. Und so muss doch der Weg sein. Und den können wir, glaube ich. Ja, Rob und ich waren die ersten Musiktheatervermittler in Deutschland an Opernhäusern und haben halt immer mehr Anfragen bekommen, dass andere Häuser das auch gerne machen würden und wo sind denn die Menschen, die das umsetzen können. Und das war dann der Impuls, unseren Beruf und unsere Erfahrung in ein Curriculum zu gießen und das auch wissenschaftlich natürlich zu unterfüttern, was wir natürlich im täglichen Leben ohnehin immer gemacht haben, und das zu strukturieren. Und daraus ist dann der Universitätslehrgang Musiktheatervermittlung an der Universität Mozarteum in Salzburg entstanden. Salzburg ist außerdem sehr schlau gewesen. Die Festspiele in Salzburg haben nämlich nicht die Jüngsten genommen und gesagt, wir brauchen junge Leute, die dann mit jungen Leuten arbeiten können, sondern die sind auf euch zugekommen. Ihr seid die Musikvermittler-Gurus der Festspiele in Salzburg. Ja, irgendwann klingelte das Telefon tatsächlich und die Salzburger Festspiele waren am Apparat und haben uns gefragt, natürlich dann in vielen Gesprächen und so weiter, ob wir das Konzept für ein neues Jugendprogramm für die Salzburger Festspiele machen können, was wir gerne getan haben, nicht nur das Vermittlungsprogramm, sondern eben auch ein künstlerisches Programm auf die Beine zu stellen. Dabei ist dann rausgekommen Jung und Jede, so ist der neue Titel für diese Abteilung. Auch Jung und Jede. Und wir freuen uns, dass wir so eine tolle Zusammenarbeit mit dem Direktorium der Festspiele haben und zum Jubiläum dann eben dort sieben verschiedene Programmserien für Oper, Konzert und Schauspiel anbieten können, plus Vermittlung, partizipative Projekte und das ist vielleicht das Wichtigste, großen Bereich von Outreach. Also die Festspiele werden ihren
heiligen Festspielbezirk auch verlassen und in die verschiedenen Regionen des Bundeslandes Salzburg ziehen und überall in mittleren und kleinen Orten auch Programme anbieten. Also es gibt eine große Tour von mobilen Produktionen, die in Schulen, in Kulturzentren vor Ort eben den Menschen sagen, wir kommen jetzt mal zu euch und haben hier was Hübsches in unserem Wägelchen. Ja, und das greift die Idee des Jedermanns. Vor 100 Jahren wurden ja die Festspiele gegründet mit dem Jedermann auch wieder auf. Also Musik, Theater und Theater für jeder Mann und jede Frau zu präsentieren. Und da sind wir auch wieder beim Publikum. Das ist keine exklusive, sondern eine inklusive Veranstaltung.